Servus zusammen. Heute mal nicht am Freitagabend, sondern erst am Sonntagnachmittag. Ich habe auch ein Privatleben und das ist momentan stressig. Und vor dem Hintergrund eher ein bisschen später. Gleich vorab, ich werde am Mittwoch operiert an der Schulter, rechte Schulter. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in der kommenden Zeit, also in den nächsten 1,5 Wochen, schreiben soll. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Und es kann sein, dass die Filme nicht wie gewohnt kommen, muss man einfach mal schauen. Tja, der DAX, es ist quasi, es ist das gleiche Bild wie letzte Woche, es ist quasi das gleiche Bild wie die letzten, ja, fast 4 Monate. Das ist also, die Seitwärtsphase ist richtig, richtig lang. Ich habe immer noch nichts im Index gehandelt. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht wo und wie. Okay, mal für 100 Punkte hoch oder runter, ist das in Ordnung, aber auf lange Sicht ist das nicht. Ich hole den Freund mal ein bisschen näher ran. Die Bänder sind jetzt rund bei 540 Punkten. Das ist wirklich, wirklich wenig. Es ist nach wie vor opportun zu glauben, dass da mal irgendwie ein Ausbruch kommt. Und so würde ich auch die Scheine legen. Es ist, also was den Index angeht, richtig langweilig. Der große Verfall hat eigentlich wie erwartet auch keine Lösung gebracht. Bisher zumindest nicht. Müssen wir schauen, was die nächste Woche bringt. Die Bänder, wie gesagt, sehr eng. Die beiden kurzen, kleinen Durchschnitte, 10 und 20 Tage, die hängen hier so rum wie zwei kopulierende Schildkröten. Das kann noch dauern. Da ist nichts Besonderes zu sehen. Also von hier habe ich kein Signal. Ein Signal kommt bei mir erst, wenn wir die 10.480 mit Schlusskurs überbieten. Andererseits, ich kann jetzt hier verschiedene Level anlegen. Zum Beispiel hier, das ist dieser da. Bei 12.740 nach unten oder, und da werde ich anfangen, 12.630 nach unten. Vom Chart her gibt es nichts. Ich habe immer noch nichts. MACD schnarcht vor sich hin, ja, völlig langweilig. Und wir haben immer noch die negativen Divergenzen in der Stochastik. Es ist kein gravierendes Verkaufssignal hier. Es ist einfach nur, naja gut, dann gehen wir halt mal ein bisschen runter Linie. Besonders ist das alles nicht. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass Konsensschätzung der Marktteilnehmer ist, naja, also was nicht steigt, muss fallen. Fallende Kurse werden erwartet. Steigende täten weh. Das Gros der Marktteilnehmer ist meiner Meinung nach eher halt short gestimmt. Und die werden nach oben überrascht. Deswegen, ich lasse das nach oben nicht außer Auge. Tja, also es ist nach wie vor noch nichts entschieden. Und man muss dem einfach weiter Zeit geben. Ich habe mal ein paar Scheine mitgebracht und die haben diesmal teilweise einen ziemlich heftigen Hebel. Zum einen setze ich diesen Punkt hier an als Schein für den Fall, dass wir hier oben rausgehen. Schlusskurs über 13.500. Da komme ich auf den hier. 12.577 ist im Moment ein 23er Hebel. Das ist von Goldman Open End Schein mit der Kennnummer Gustav Friedrich 12. MS, Martha Siegfried, GF12MS. Es gibt für mich keine Notwendigkeit, irgendwie tiefer zu gehen. Wenn wir drüber gehen, geht's schnell. Ja, und dann tut's auch weh. Weil wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Konsensschätzung des Marktes eher short. Und jetzt schauen wir mal nach dem Put. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, das Gros des Marktes erwartet einen fallenden Markt. Also nach oben wird es wehtun. Deswegen besteht für mich keine Notwendigkeit, hier oben irgendwie ein 13.700 oder sonst was zu nehmen. Weil wenn es steigt, steigt es schnell. Und ich habe den hier im Kopf. Das sind 13.549er, im Moment ein 33er Hebel. Das ist die Kennnummer GD29 US, Gustav Dora 29 US. 13.549, weil wenn es steigen sollte, dann geht das so schnell, da macht es keinen Sinn, 13.600er, 700er, 1.800er zu nehmen, weil die werden überrannt. Deswegen nehme ich lieber einen, der kurz dabei ist, nehme in Kauf, dass er gestoppt wird, also vielleicht auch K.O. geht, aber wenn der Markt dann weitere 200 Punkte steigen sollte, dann tut das nicht mehr so weh. Das ist der Grund für diesen Schein. Also die Entscheidung, ich kann es noch wieder sagen, sie steht bevor. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch die Wochen warten müssen bis zur Trump-Wahl, wie auch immer das ausgeht. Aber ich habe kein sinnvolles Signal irgendwie hier im Index. Gar nichts. Sorry, tut mir leid. Ich wünsche euch trotzdem Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.